Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Inni hier und herzlich willkommen zu einem neuen Stadion-Vlog. Ja, Freunde, heute geht es zum Heimspiel gegen SC Freiburg. Ernesto war vorgestern beim Friseur gewesen, Haare sind wieder fresh und Karneval läuft gerade auch hier bei uns in Düsseldorf, Köln und Umgebung. Deswegen wird euch da die nächste Woche ein geiler Karnevals-Vlog erwarten. Wenn ihr mich seht, spricht mich gerne an. Ich bin jetzt auch, wenn ihr das Video seht, wahrscheinlich in Köln, dann wieder Düsseldorf und, als Chicken verkleidet. Und hier hängt auch schon mein Kostüm. Das wird jetzt für alle Tage erstmal gebraucht. Ich weiß nicht, wie es danach aussehen wird, aber ja. Heute geht es erstmal zum Spiel gegen Freiburg. Ich werde auch, glaube ich, heute sogar, ich weiß nicht, vor wie viel Tausenden, 50.000 Menschen ungefähr im Stadion ein Spiel kommentieren, was zwei Leute gegeneinander spielen werden. Ich glaube, einmal unser E-Footballer und einmal ein Gewinner, der ein Spiel gewonnen hat im Stadion. Das wird krass vor all den Leuten. Deswegen bin ich mal gespannt, was mich da so erwarten wird. Das habe ich ja schon mal gemacht. Aber mal gucken heute, was da abgehen wird. Und ich würde sagen, Leute, wir machen uns auf den Weg. Lasst einen Daumen nach oben da. Auf meinem Gaming-Kanal kam auch ein wichtiges Video online. Das würde ich euch gerne bitten, das reinzuziehen. Sehr wichtiges Thema, wie es mir aktuell geht, was alles so abgeht. Und ich würde sagen, auf geht's nach Dortmund. Let's go. Das ist so krank, Leute. 3 Stunden vor Anpfiff, so ein Stau, Alter. Das kannst du auch keinem erzählen. So, Freunde, ich bin jetzt hier angekommen, gerade geparkt. Jetzt geht's Richtung Stadion. 3 Stunden vor Anpfiff, so ein Stau. Das ist echt krank, wie früh die Leute hier anreisen. Es ist überall so mit den Parkplätzen. Das ist wirklich eine Katastrophe. Ja, und wie gesagt, gleich einfach vor allen Leuten im Stadion ein Match moderieren. Bin gespannt, was mich erwarten wird, Freunde. Gestern noch im Karneval unterwegs, heute im Stadion. Boah, was weiß ich, wie viele tausend Menschen, ey. Wird geil, ich freue mich. So, wir sind angekommen, Freunde. Angekommen. Und der maskierte Trommler ist auch wieder da. Er ist back in the business. Ich mache ihm eine Insta-Seite auf. Stark, fester Mann. Wie geht's ab, Leute? No copyright. Den Song könnte ich auch in meinem Vlog laufen lassen, permanent. Brauche ich keine Musik unterlegen. Eieieiei. Schön wieder mit Flutlicht, Leute. Letztes Mal war noch mein Foto da drauf. Habt ihr das gesehen, Leute? Da war einfach mein Foto vor einem von diesen 3 Dingern drauf. Das ist krass, einfach mit Kollektion. Sollen wir jetzt auch draufpacken? Jetzt ist wichtig. Ach, sieht schon geil aus, das Stadion von außen bei Abend. Ne? Vor allem diese Abenddämmerung. Boah, dann denkt ihr hier Champions League-Feeling, ey. Eieiei. Ja, guck mal, 3 Stunden vorher ist noch entspannt, Freunde. Ohne Scheiß, da müsst ihr immer so früh anreisen, aber dann bist du da so lange am Sitzen, am Warten. Ich muss ja gleich noch hier was machen. Deswegen 3 Stunden vorher ankommen, immer sonst schwierig. Wir sind im Stadion, Freunde, in der EA Sports Loge. Bradley ist auch am Start. How are you, my friend? You're celebrating Carnival? No. Where's your chicken costume? I don't have. No. You don't have? No. Come on, man. I have to show you. Tomorrow we go to Cologne. We make some party. You come with me. I need to play. I know. Ja, okay, wir sind mit einer der ersten, Freunde. Es ist auch schon Champions League Feeling mit diesen schönen Scheinwerfern. Ich feiere das immer. Hey, wo Alva ist da? Tullen auch da mit seiner Fahne, die immer ein bisschen riecht. Ja, ach, geil, Alter. Morgen Köln, ne? Na. Ja. Ja, komplett Karnevalsvlog, wie immer. Also Mo ist auch dabei. Ja. Oder? Also, was gehst du? Kostüm? Was Kostüm? Ich mache Clown. Clown? Was hast du? Astronaut. Astronaut stark. Ich gehe wieder als Chicken. Wie immer. Chicken. Hast du nichts anderes? Nein. Seit 13 Jahren dasselbe. Umgeschlagen. Das stinkt immer nach 5 Tagen. Ja, und dann wird immer gewaschen. Ein Jahr im Schrank und das war's. Was tippt ihr heute, Jungs? 4-0. Dortmund 4-0? Du? Du bist immer so Freiburg-Fan und so, ne? Ja, deswegen. Also soll ich realistisch sein? Ja, sei realistisch. Realistisch, wirklich aktuell leider. 3-1. Dortmund. 3-1? Okay. Ja. Realistisch, also was drauf ist, natürlich was anderes. Ah ja. Eieieiei, wir können das jetzt hier, Leute, hier in der EA-Loge mit den Freiburgern oder was? So. Also, Freunde, wir spielen jetzt gleich hier auf diesem Fernseher 2 gegen 2, die Jungs. Er spielt und die anderen da hinten spielen. Und ich muss das kurz kommentieren. Ich stelle ihm ganz unangenehme Fragen. Ja. Bodycount und so. Nein. Live im Stadion. Nein, alles gut. Machen wir schon. Stadion wird auch immer voller, Freunde. Wir haben noch, glaube ich, 1,5 Stunden zum Anpfiff. Ja, schön warm. Was tippen Sie? 3-0. 3-0? Du hast vorhin echt gut gegessen. Willst du mal zeigen, was da abging so? Nee, ist doch sehr warm hier. So, ich wollte eigentlich nicht mit Zuhörjacke hier stehen, aber... Ja, was ist denn passiert? Ja, da war... Es lief nicht so, aber dafür läuft es hier unten. Ja, stark gerettet. So, ich komme raus. Ja. Kommentieren gleich hier. Ja. Und Dennis nervös, dass dich gleich alle sehen im Stadion. Wichtiges Game. Bist du nervös? Bist du nervös? Das ist Tim, der immer die Subbomben raus hat im Stream. Ganz zufällig hier.
Der wurde manipuliert hier. Ach, geil. Ja, das ganze Stadion schaut uns gleich zu hier, Freunde. Guck mal hier. Ei, 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 das kann was werden. Wir werden dann da übertragen. Wir sind hier gerade in der Loge von EA Sports und wir simulieren gerade das Spiel BVB gegen Freiburg. Wir haben hier einen E-Footballer aus unserem Team zusammen mit einem Fan am Start, der quasi gegen den E-Footballer aus Freiburg zusammen mit einem Fan spielt. Und wir simulieren das Spiel schon mal vor. 2-2 spielen wir hier und da schauen wir mal, wie das Ergebnis heute wird. Dennis, der spielt ja auch bei uns in der dritten Bundesliga mit, jeden Dienstag. Habt ihr da auch die Möglichkeit vorbeizuschauen und die Bundesliga nur virtuell im Rasen? Und ja, Dennis, erzähl mal ein bisschen so von der VBL. Er hat es ja schon gesagt, letzten Spieltag der Derby-Sieg gegen Schalke 04. Nach 2 Spielen direkt entschieden im Grundsatz. Und jetzt geht es weiter am nächsten Dienstag. Wir jagen den Playoffs vor, so noch 3 Punkte. Und da geht's jetzt ab. Hier haben wir einen Fan, der gewonnen hat und hier quasi zocken kann. Wie geht's dir? Wie heißt du? Ja, mir geht's gut. Ich bin Tim. Und bin froh, dass ich hier sein darf. Ist eine richtige Ehre auf jeden Fall. Ja, hier der E-Footballer von Freiburg. Und die Jungs spielen jetzt auf jeden Fall. Hier haben wir auch noch den Fan, der von Freiburg gewonnen hat. Wie geht's dir, mein Junge? Ja, sehr gut, finde ich. Richtig gut. Freut hier zu sein. Ja, spielst du sonst auch generell online und so? Oder erstes Mal jetzt hier vor der Konsole? Nee, schon ab und zu mal. Den Controller langt das. Was ist euer Tipp, Jungs? Was sagst du? Ich hoffe, ein gutes, spannendes Spiel. Und natürlich bin ich optimistisch für den SC. Ich hoffe auf ein knappes 2-1. Was sagst du? Ich gehe damit. Ich hoffe, dass wir 2-1 gewinnen. Wird auf jeden Fall schwer, aber wir machen unser Bestes. Also ich gehe davon aus, dass es auf jeden Fall ein knackiges 2-1 wird. Denk mal, Aljemi, wir treffen Füllkrug zweimal. Was sagst du? Ich tippe ein knackiges 4-1 im BVB. Ach nein, nicht der Junge, Alter. Was? Oh, Gott. Ich sehe jeden Tag, sich das geht ab, Alter. Instagram. Alles klar? Ja, klar. Wie geht's dir? Mit Star Wars und so. Gutes Meme gewesen, ja? Du bist in einer Ausbildung oder so. Was ist das? Von letztes Trikot, Alter. Ja, ja, genau. Hast du das Trikot von deinem Vater abgezogen, oder was? Ja, normal. Stark, Junge. Aber niemand hinten drauf, leider. Ja, schwach. Wir haben es geschafft, Leute. Ich war ein bisschen nervös am Anfang, sage ich euch ehrlich, aber immer ist gut gemeistert. Überleg mal, fast komplett volles Stadion und der Rest wäre einfach hier auf dem Bildschirm, ey. Das war so surreal, auch dass man mich vorm Stadion auf den Monitoren da gesehen hat. Wahnsinn! Das realisiert man manchmal gar nicht so schnell. Freunde, Halbzeit 2-0 ist ein guter Stand. Aber 2-0 ist auch ein gefährliches Ergebnis. Deswegen aufpassen, zweite Halbzeit. Boah, die besten Waffeln. Ich hoffe, die sind noch warm. Was ist denn das? Ich will erstmal Currywurst hier.
Hau ab! Das ist Haram Stufe Rot. Boni! Oh. Oh, nein! Oh, das war das 3-0 auf dem Fuß. Geile Flanke wieder. Junge! Komm, Mann, der letzte Spieler. R9! Der Dennis, Dutch R9! Oh! Lattenkreuz kaputt geschossen. Jetzt Hattrick oder so. Nein! Oder macht die doch mal rein jetzt, Alter. Macht den Sack zu. Oh Leute, Jaden kommt in den letzten 7 Minuten. Oh, Alter! Ja! Bruder, was ein Assist! Scheiße! Bruder, wie hat er den einfach blind reingedreht wie eine Banane? Ist das krank? Bruder, was hat er da gemacht? Guck mal, wer auch reinkommt. Moray! Nach Jahren! Den haben wir auch damals aufgenommen. Hat ja eine schlimme Verletzung gehabt und jetzt das große Comeback. Eieiei. Ei, ei. Es ist noch einer aus dem Feld. Er ist 4,5 Jahre bei uns und er spielt heute zum ersten Jahre. Mal vor Publikum im schönsten Stadion der Welt. Wir freuen uns. Oh, Wahnsinn. Ja, jetzt erstes Tor, Jaden. Da ist es. Ja, ich kann nicht mehr. Der Ball will nicht reingehen bei ihm, Mann. Mach doch mal endlich. Let's go, Leute. 3-0. 3-0, Alter. Wichtige 3 Punkte. Ja, hätte noch höher ausgehen müssen, wenn ich ehrlich. So viele Chancen noch liegen lassen, aber. Sieg ist Sieg, 3 Punkte sind 3 Punkte. Wichtig. Und wir gehen jetzt weiter Karneval feiern. Ne? Kommst mit, ne? Oh, kommst ja. Mit, ja! Nach Köln. Ja! Bing, bong! Was ist das denn? Bing, bong, was ist das? Bing, bong! Welcome back, man. Welcome back. 4,5 Jahre, Freunde. Wow, was muss das für ein Moment sein? Er stimmt jetzt an. Geil. Sehr, sehr geil. So, wir haben einen Zuschauer am Start, der möchte gerne jemanden grüßen. Ich grüße nach Rostock, Bulli, Jasper, Pepe und Jana. Stark, schöne Grüße hier. Danke, ne? Ciao. So, wir sind gekommen, als das Stadion leer war und wir gehen auch, wo das Stadion leer ist. Krass, ist wirklich einfach gar keiner mehr da. Und wir sind auch die Einzigen, die da sind. Jetzt hat nur mal ein bisschen Rasen gemäht. Wer kennt's nicht? Um 23:30 Uhr erstmal Rasen mähen. Stark. Oh mein Gott, Musti! Es geht alles gut. Oh mein Gott, Simon! Hör auf! Was geht? Ach, Freiburg muss genau da, wo wir jetzt rauskommen. Jetzt geht's zurück nach D-Town, Freunde. War ein geiler Abend. Bock gemacht hier mit den Jungs und jetzt geht's zurück nach Deutschland. Ach, nach Düsseldorf. Oh, hier war ich drauf. Jetzt so ein Foto von mir wieder, wo ich da drauf war. Einmal rein editieren, Kappa. Ja, Mann. Das war hier drauf. Das ist schon riesig, ey. Wenn man jetzt nochmal hier vorsteht, ist es schon groß. Guck mal hier, das sind die Menschen, das ist die Wand. Das ist schon cool. So Leute, Nestwald wäre das jetzt zu Hause angekommen. Boah, bin ich tot, ey. War auf jeden Fall ein geiler Spieltag, hat echt Bock gemacht, das Game. Und ja, ich würde sagen, wir sind jetzt auch am Ende angekommen vom Vlog. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und die Tage kommt, wie gesagt, ein geiler Karnevals-Vlog online von allen Tagen. Ich werde jetzt auch, wenn ihr das Video seht, gerade wahrscheinlich in Köln sein oder in Düsseldorf. Mal gucken, was hier so abgehen wird. Und ja, der Rebbe Peter verabschiedet sich, Leute. Gute Nacht, 3 Punkte sind mitgenommen. Und wir sehen uns die Tage wieder bei weiteren Videos. Haut rein und ciao.